Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Ingi und herzlich willkommen zum Akinator Teil 2 mit meiner Freundin. Ja, mit meiner Freundin. Ja, Leute, hier könnt ihr im Hintergrund sehen, es wird heute mal wieder Zeit für eine Folge mit dem Akinator. Da haben wir ja vor circa einem Jahr, ist es schon her, ne, oder? Guckt ihr das mal an. Wann haben wir das hochgeladen? 24.04.2018, also vor über einem Jahr. Das ist auf jeden Fall ein richtig lustiges Video und ihr könnt sehen, der Akinator hat sich richtig verändert. Guck mal, wie der damals aussah und guck mal jetzt, wie der jetzt aussieht. Also, der hat sich schon verändert. Der hat ein bisschen Transformation gemacht, ist breiter geworden und so. Wir haben uns heute... Du bist auch breiter geworden, ja. Eigentlich sollte es andersrum sein, ne? Eigentlich sollte ich breiter werden und du schmaler. Aber uns ist das irgendwie fehlgelaufen, ne? Irgendwie andersrum gelaufen. Genau, Leute, wir werden diesmal wie letztes Jahr reinstarten. Sie muss mich rausfinden beim Akinator und ich muss sie rausfinden. Und danach wird jeder von uns zwei Personen im Akinator versuchen zu finden. Jetzt ein Beispiel. Ich denke an Cristiano Ronaldo und ich versuche den jetzt hier zu finden. Und sie muss vor dem Akinator wissen, dass es Ronaldo ist. Ne? Aber sie hat nur einen Versuch. Das wird auf jeden Fall lustig werden. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein. Lasst schon mal einen Daumen nach oben da. Letztes Jahr habt ihr 10.000 Likes geknackt. Ich fange an. Ne, du fängst an, mich zu finden. Komm, Ladies first. Sind wir heute mal so korrekt? Ja. Lies die Fragen immer mit. Ist deine Figur weiblich? Nee. Ey, aber... Ich spiele deine Figur mit. Ja, manchmal bist du schon ein bisschen Mädchen. Ja, ich kann wie eine Frau reden, ne? Aber ja. Du kannst auch dich wie eine Frau benehmen. Danke. Spielt deine Figur Minecraft? Ja, sehr gerne. Nein. Also, meine Figur ist ein Gamer. Ich sage nichts dazu, Leute. Ich sag nichts dazu. Du sagst schon die ganze Zeit was sonst. Ja, ich will nichts mehr. Also ich gebe dir keine Tipps mehr. Ich wollte euch übrigens heute mal meine Brustbehaarung zeigen. Ich brauche keine Tipps, weil ich... Ja, mach doch jetzt! Nein, ich hab deine Schnauze. Trägst du ein Gamer? Nee. Ach scheiße, warum sag ich denn? Ich sag gar nichts mehr, ey. Sei mal ruhig jetzt. Nein, du kommst nicht aus Schleswig-Holstein. Du sitzt auch nicht auf einer Wolke. Nein. Ey! Nintendogs. Nein. Ey! Welcome to my English channel. Ich habe deine Figur etwas. Müll im Zimmer zählt auch, oder? Der war so lustig. Meine Figur lebt im gleichen Land wie ich. Ja, die hat über 1 Million Abonnenten. Das letzte Mal hattest du noch nicht 1 Million Abonnenten, nee, wenn wir es gespielt haben, ne? Meint ihr, das wurde schon aktualisiert im Akinator? Oh, weiß ich nicht. Das wäre schon krass. Nicht, ne? Du hast nur einen Versuch, ne? Hast du eine Nebelmaschine, von der ich wissen sollte? Keine Ahnung, wenn ich ein geiles Spiel erziehe. In einem YouTube-Team? Nee, oder? Clash Royale spielst du auch nicht. Du hast einen schwarzen. Der ist braun. Als ob ich jetzt komme. Manchmal ist sie sogar rot, ne? Es geht darum, dass du doch schon 17 Fragen beantworten müssen. Ja, ich war schon mal im Gefängnis, hab Michael Scofield rausgeholt bei Prison Break. Boah, das ist jetzt mal ein kleiner... Spielt die viel FIFA. Der war gut, ne? Kleider, alles klar. Ey, hast du ja gemacht? Ey, nur weil ich Oversize T-Shirts trage, heißt das, ich trinke... Und bei Kleider ey, die haben mich echt hops genommen, ne? Nur weil ich XXL-Kleider trage, T-Shirts trage und Oversize manchmal rumlaufe, kommt sowas. Das ist immer noch ein süßes Bild von dir, ne? Ich habe recht. Was schätzt du, von wann das Foto war? 2017. 15. Echt? Ja, 2015. Da sehe ich doch noch voll jung aus. Boah, meine Figur wurde 44.000 Mal gespielt. Krass. 44.000 Mal hat der Akinator ja gut rasiert auf jeden Fall. So, jetzt versuche ich sie zu erraten. Spricht deine Figur Deutsch? Ja, manchmal spricht sie auch eine andere Sprache, die ich nicht verstehe. Das ist Fränkisch. Ja, Fränkisch. Ist ja auch Deutsch, oder? Weibliche Kleidung. Boah, schwer, ne? Weil die trägt auch sehr oft Männersachen. Ich weiß nicht. Oh. Was denn? Guck mal, was du jetzt gerade trägst. Das trägt doch nochmal so ein Mann. Was ist das? Supernatural. Ja, Supernatural. Kennst du deine Figur persönlich? Ja, ich kenne sie. Stammt deine Figur aus deiner Familie? Boah, wäre schon ein bisschen ekelhaft. Nein. Ich habe Post vom Nachbarn angenommen. Oh, jetzt kommt der Nachbar hier klingeln, ey. Blöder Nachbar, kann mir die Eier lecken. Hast du gerade mit dem geflirtet, oder was? Mhm. Soll die Scheiße, hab das doch ganz genau gehört, ey. So, hast du dich schon in deine Figur verliebt? Boah, ich bin immer noch am Zweifeln, ne? Wir sind jetzt fast 2 Jahre zusammen. Ja, ist deine Figur ein Junge? Nein. War deine Figur bei Zirkus Halligalli zu sehen? Nein. Kommt die Figur aus Noragami? Nein. Hattest du schon mal... Warum kriegst nur Wieso du krieg ich immer so perverse Figur? Fragen, Alter? Ist sie weiblich? Ja, hattest du schon mal Sex mit ihr? Ja, ist deine Figur ein Pornostar? Manchmal.
würde ich mal jetzt eher nein sagen. Bist du mit deiner Figur zusammen? Ja. Ist deine Figur über 21? Ja. Bist du mit deiner Figur verheiratet? Nein. Mag deine Figur Müsli? Magst du Müsli? Ich weiß nicht. Ist deine Figur in den alternativen Medien tätig? Nein. Hast du viel Kontakt zu deiner Figur? Ja. Streamt deine Figur öfter auf Twitch? Oh mein Gott. Hat deine Figur einen Penis? Direkt. Hat er dich vorhin gefragt, ob du eine Frau bist? Denkt er sofort, du bist eine Trans oder was? Ne? Können Frauen nicht streamen oder was? Nein, hat sie nicht, zum Glück. Nein, ist sie auch nicht. Mag deine Figur Koalas? Nein. Oha, jetzt kommt's, glaube ich. Nee. Weißt du, wann deine Figur geboren ist? Ja, weiß ich. Ist deine Figur... Nein, habe ich doch vorhin schon gesagt, die ist keine Pornodarstellerin. Was machst du da? In ganz Europa ist sie nicht bekannt? Das Sextücher. Lass die da liegen, da kann noch was drin sein. Kann deine Figur gut schwimmen oder laufen? Ich weiß nicht. Kocht deine Figur gerne? Ja. Ja, ich liebe Kochen, hallo. Aber so wenig wie du hier kochst, kann ich das nicht behaupten. Ich koche mindestens einmal am Tag. Sorry, dass ich auch noch meine Sachen zu tun habe. Dass ich nicht rund um die Uhr für dich kochen kann. Komm, dann machen wir mal, ja. Wer ist deine Geliebte? Das ist jetzt die Frage, ne? Aber da muss doch dein Name auf. Hat man das nicht schon mal gehabt, dass da deine Geliebte kam? Irgendwie erinnert mich. Ja, weil du gemacht hast, ich kenne die Person persönlich. Und dann denkt er... Okay, hat er Unrecht. Fortfahren, ja. Würdest du gerne mit deiner Figur zusammen sein? Dann müssen wir mal Nein machen. Hat deine Figur Kinder? Nein. Ist deine Figur unterwürfig? Ja. Hat deine Figur einen Schwanz? Nein. Hat deine Figur Eier? Nein. Ist deine Figur wohlhabend? Nein. Dann ist klar. Auf jeden Fall. Das kommt hin. Was soll die Scheiße denn? Ich habe Unrecht. Was ist meine Sklavin, ey? Ist deine Figur in Amerika? Nein. Liebt dich deine Figur? Mach einmal Nein. Kann deine Figur laufen, ja? Erteilt deine Figur Befehle? Ab und zu wahrscheinlich. Hat deine Figur etwas mit der Nacht zu tun? Nein. Ist deine Figur Matrose oder Pirat? Trinkt deine Figur Monster Energy? Wahrscheinlich. Ich hasse Monster Energy, ach, dass du sowas nicht weißt. Ach so, hast du... Ach ja, stimmt. Oh mein Gott, tut mir leid. Bist du durch YouTube berühmt geworden? Ja? Ja, aber guck, sonst kommt er nie auf die Fährte. Hat deine Figur etwas mit Katja Krasavice zu tun? Nein. Hat deine Figur etwas mit Sex zu tun? Nein. Ist deine Figur Gamer für Minecraft? Hat deine Figur ein Tattoo? Ja, aber das weißt du doch noch nicht. Das ist doch ganz neu, dass du ein Tattoo... Ach ja, du hast ja auch so Tattoos. Stimmt, du hast ja auch so schon Tattoos. Ist deine Figur ein Gamer? Ja. Ist deine Figur wirklich blond? Wirklich blond? Also, bist du wirklich Kopf blond? Von der Hautfarbe, ne? Ja. Hautfarbe bist du auch blond, so Käse weiß, wie du bist. Ist deine Figur weiblich? Ja. Ist deine Figur ein Wintersportler? Nein. Hat deine Figur schon mal Fortnite gehabt? Hat sie? Hat deine Figur einen Freund, der berühmter ist als sie? Ja! Und zwar bin ich das. Ich bin berühmter als du. Kannst nichts gegen machen. Ja, da bist du! Oh Mann. Hauptsache! Wenn ein Freund da berühmter ist als ich, dann komm ich direkt, ne? Normal, Alter. Oh, du wurdest schon 3000 Mal gespielt. Immerhin schon eine ganze Menge. So, da das ganze Spiel gerade etwas länger gedauert hat, werden wir es jetzt so machen. Sie hat sich jetzt gerade eine Person ausgedacht und muss sie mit dem Akinator finden. Aber ich muss vorher wissen, wer das ist, bevor der Akinator das errät, okay? Komm, fang du mal jetzt an. Denk an jemanden, überleg dir jemanden und dann starte rein. Aber den muss ich natürlich auch kennen. Ist die Figur weiblich? Nein. Meine Figur ist auch kein Let's Player, hat auch keinen YouTube-Kanal, ist älter als 30, glaube ich. Ich kenne die Person nicht. Die ist nicht in Deutschland geboren, ist kein Politiker. Die Figur ist real. Figur spricht kein Deutsch. Meine Figur ist aus den USA. Schauspieler? Nein. Kein Schauspieler? Aus den USA? Im Musikbereich. Ariana Grande. Ist sie... Du hast nur einen Versuch. Ist bereits tot. Stopp! Ruhe jetzt! Deine Figur Handschuhe. Kann einen Moonwalk machen, das war Michael Jackson. Als ob? Hast du wirklich an Michael Jackson gedacht? Ja, wirklich. Ich dachte safe, weil sie Ariana Grande so feiert. Boah, du hast mich ja gerade echt auseinandergenommen, ey. Scheiße. Du hast doch voll schnell auf einmal gemacht. Okay, ich habe meine Person gefunden. Okay. Welches schon so? Nein, nein, nein. Ich weiß, mal gucken, ob du das erraten wirst. So, vor dem Akinator bin ich gespannt. Ist deine Figur weiblich? Nein. Ist deine Figur deutscher YouTuber? Nein. Älter als 26? Ja. Ist deine Figur älter als 40? Boah, das weiß ich jetzt gerade nicht. Eigentlich schon, müsste. Kennst du deine Figur persönlich? Nein. Ist deine Figur in Deutschland geboren? Nein. Ist deine Figur ein Politiker? Nein. Ist deine Figur bereits tot? Ja. Ist deine Figur länger als 20 Jahre tot? Nein. Ist deine Figur im Musikbereich tätig? Nein. Ist deine Figur böse? Nein. Hat deine Figur etwas mit Filmen zu tun? Ja. Trägt deine Figur ein Vollbart? Nein. Ist deine Figur aus Amerika? Ja. Ist deine Figur älter als 60? Nein. Hat deine Figur etwas mit Autos zu tun? Paul Walker.
ich muss schon die ganze Zeit. Ich habe nur noch einen als Stich gewartet, ja. Oha, guck mal, welche Frage jetzt gekommen ist. Ist deine Figur beim Autounfall gestorben? Oh mein Gott, das eine Frage, bevor der Akinator das wusste, den erraten, ey. Richtig hübsch. Das war's auf jeden Fall von diesem Video. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war lustig gewesen. Wenn ihr mal öfter sowas sehen wollt in dieser Art oder ihr könnt auch gerne mal weitere Vorschläge reinschreiben, die ihr mit dem Akinator machen könnt, dann schreibt's gerne in die Kommentare rein. Ja, war eine coole Sache oder schreibt auch andere coole Spiele rein, die ich mit meiner Freundin spielen kann, ne? Meine Sklavin, die da vorhin entdeckt wurde, ne? Ja. Lasst den Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, Freunde. Wir sind raus und checkt sie natürlich auch aus, ne? Ich bin raus, haut rein und ciao! Du hast ja abschließende Wörter. Tschüss!